der Karren. Rot. Auf einmal kommen die von wenn hinter wir uns. Bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Ja. Schubsen zu weit, schubsen zu weit. Was ist los, Amicia? Was tust du da? Gott, kann ich wieder mitsprechen? Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wasser. Einfach nur zielen. Gut. Dann mal los. Versteck dich, Rodrik. Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Den ersten haben wir. Da kommt der zweite. Da kommt der dritte und der vierte kommt von hinten. Amicia, wir haben ihn getroffen. Rodrik, lass den Karren los, bitte. Nein, wir brauchen ihn, um das Fallgitter zu erreichen. Und den muss man hier. Ah. Puh. Okay, das ist dann ein bisschen. Es wird jetzt hier nicht leichter. Da brauchen wir noch ein paar Versuche. Schade, dass man den Dialog nicht skippen kann. Wenn wir ihn bis zum Fall verschieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Ganz konzentriert jetzt. Los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Der Bosskampf wird ja auch noch ein bisschen dauern. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Ich hatte eigentlich vor, das heute in diesem Stream noch zu kriegen. Gut. Dann mal los. Versteck dich, Rodrik. Mach dir um mich keine Sorgen. Lass mal schauen. Zur Not müssen wir nur noch mal einen Bosskampf-Stream machen. In dem finalen, letzten Bosskampf. Bin schon bereit. Nur drei hier vorne und mehrere hinten. Das ist der nächste. Und der nächste. Oha. Das darf nicht passieren. Wir brauchen ihn, um das Fallgitter zu erreichen. Und zack. Und. Na komm! Na komm! Na verfickte Scheiße! Das ist nicht so genau hier. Das ist da. Die verdammte Schleuder ist leider ziemlich unpräzise. Der Karren, Rodrik! Wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Es funktioniert, wenn man lang genug drauf bleibt, aber den Stress hat man hier. Das ist halt. Hey! Was ist los, Amicia? Was tust du? Mit dem Stress, den man hier hat. Bruder in Deckung. Ich schiebe. Rodrik, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachenausschau. Gut. Nach Wachenausschau. Feuer! Versteck dich, Rodrik! Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. So, ganz ruhig. Das kriegen wir. Rodrik ist nicht umsonst gestorben. Er wird nicht umsonst sterben. Bastarde! Amicia, sie haben ihn getroffen! Rodrik, lass den Karren los, bitte! Nein, wir brauchen ihn, um das Fallgitter zu erreichen. Jetzt hier. Rückwärts laufen können wir dann immer noch. So, den hier. Und den hier. Nein, als ob.
Und den hier. Und zack. Rodrik. Wir sind da. Steh nicht einfach nur rum. Komm jetzt, schnell. Oh mein Gott, Rodrik. Oh, mir geht's schon besser. Ich bin direkt hinter dir. Gut. Der Arme. Hugo, los. Jetzt du. Und Rodrik bleibt zurück. Nein! Wir helfen dir durch! Blödsinn. Tut mir leid. Das war klar. Tut mir leid. Scheiße! Scheiße! Ah, shit. Hugo, komm jetzt. Wir müssen weiter. Jetzt lass sie nicht umsonst gestorben sein. Auf geht's. Und lass uns das beenden. Das Inquisitors. Grauenhafte Herrschaft besiegen. Einfach nicht. Das kann nicht sein. Melly, bitte. Nein. Diese Bastarde müssen bezahlen. Wir müssen weiter. Sie werden bezahlen. Das Wichtigste ist, zusammen und am Leben zu bleiben. Deswegen haben sich Rodrik und Arthur geopfert. Lass mich einfach in Ruhe. Sie hat recht, Melly. Rodrik. Es ist vorbei, Hugo. Er hat seinen Frieden gefunden. Ich ertrage diese verdammten Ratten nicht länger. Mistviecher! Aber sie bahnen uns einen Weg. Ach ja? Wie denn? So. Wie machst du? Hugo, sag mir, dass du uns helfen wirst, diese Dreckskerle zu töten. Melly? Ohne deinen Bruder haben wir keine Chance, Amicia. Das ist dir klar, oder? Ich werde dir helfen und du hilfst uns, Mama zu retten. Dann haben wir eine Abmachung. Oha, hier geht's gleich wieder zur Sache. Das Feuerzeug brauchen wir gerade nicht. Was? Laterne kaputt. Und die Ratten. Die Ratten! Wird bestimmt noch mal heikel ganz zum Schluss. Nein, keine Wachen mehr. Ah, da sind noch Wachen. Die laufen einfach drauf los. Sind sie denn lebensmüde? Ach du Scheiße. Das ist eine ganze Menge. Okay, erst den Bogenschützen, würde ich sagen. Okay, die haben Helme. Nimmt der nicht. Und die haben Laternen, oder? Die Fackeln haben sie. Oh nein. Oh nein.
Ratten. Das war wohl nichts. Wir sind da. Die Kathedrale. Verdammt. Trotzdem erstmal die Bogenschützen. Macht euch bereit. Und deren Helm. Das hat ja nicht so gut geklappt. Okay, jetzt haben wir noch einen. Nicht mal gebraucht. Wir haben noch einen Stein. Wir sollten dringend Steine besorgen. Vielleicht auch. Und wir bauen mehr Steine. Das stinkt nach Bosskampf. Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt wo ihr seid. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle. Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Runterkommt, stirbt. Verdammt! Den Bogenschützen habe ich nicht gesehen. Den sollten wir vielleicht erstmal ausschalten. Gehen wir, Hugo. Mama ist da drin. Okay, wir brauchen mehr Steine. Lukas, Melly, bleibt wo ihr seid! Ich hab gehört, ein paar Kinder wollen bestraft werden. Ich höre, die müssen Bogenschützen. Zweier. Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Bogenschützen. Und. Okay, die brauchen ihre Fackeln gelöscht. Ihr verdammten. Ich habe nicht mehr so viel. Kommt ihr mal erstmal runter. Komm doch noch näher. Oh shit. Oh shit. Wie das? Ja, die Peitsche hier, die Schleuder ist viel zu unpräzise. Ich hoffe, das machen sie im zweiten Teil zumindest ein bisschen besser. Das wäre mein einziger Kritikpunkt hier an diesem Teil. Also im Spiel. Die Peitsche ist viel zu unpräzise. Dass man damit Leute treffen kann. Sie haben auf uns gewartet. Lukas, Melly, bleibt wo ihr seid. Viel, viel, viel zu unpräzise. Ihr werdet sterben, wenn ihr runterkommt. Spielt keine Rolle.
Amicia, da unten sind Ratten. Sag ihm, sie sollen rauskommen. Schnell. Alles klar. Bogenschützen. Das wird kein gutes Ende. Verdammt, die Bogenschützen. Und die anderen nicht vernachlässigen. Da müsste noch ein Bogenschütze sein. Ich sehe keinen Bogenschütze. So, die beiden kriegen wir jetzt auch noch weg. Sehr schön. Und wer als nächstes? Unglaublich. Diese Macht. Gut, gehen wir hinein. War's das schon? Ich glaub's ja kaum. Trink mal grad einen Schluck. Schöne Familie. Melly! Den Ausgang sollten wir mal versperren. Es darf niemand herein. Bosskampf, willkommen. Das führt doch zu nichts. Ihr wollt nicht verstehen, Beatrice. Mama! Mein Kind. Hugo! Amicia! Mutter! Hat Vitalis das getan? Er hat sie geopfert. Er hat die Schwelle überschritten. Geht, ihr müsst hier raus. Ich will mal nicht so sein. Okay. Hugo. Bosskampf. Ja, sie sind hier. Ich bin absolut nicht bereit. Na dann los. Bleib dicht bei mir. Wir sind bei euch. Na dann los. Töte Vitalis. Ohne Waffen. Lasst sie gehen, Vitalis! Das ist eure letzte Chance! Hugo! Deine Kräfte! Es geht mir gut, keine Sorge! Ich kann gerade gar nichts machen. Außer weh drücken. So schade, dass er vergessen hat, wer ihn all sein Wissen gelehrt hat. Ruhe, zarter Greif! Wir sind hier, um dich zu erledigen und nicht um dein Gefasel zu hören! Aber seht euch doch an! Taumelt auch nicht zu, wie verlorene Schäfchen auf ihren Hirten! Genug, Vitalis! Ihr seid allein! Gebt uns unsere Mutter zurück, oder? Oder was? Ich muss den Träger noch einiges lehren. Das wird wohl nichts. Ebenso. Wie rührend. Danke. Danke für eure Treuherzigkeit. Könnt ihr sie hören? Die Engel. Die Engel einer neuen Welt. Zurück! Das Licht, sie hat gesehen. Los! Oh, shit. Und jetzt? Lukas, Melly, bleibt hier. So gut. Vernichtet ihn. Probiert euch neu! Vorrücken! Können wir jetzt? Was zum... Er lässt sie sich neu formieren. Sie hält nicht an. Das Licht hält sie nicht auf. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Hugo. Das ist unsere einzige Chance. Okay, wir müssen die Lichter aus... machen. Licht aus. Und vorwärts. Nein. Die hätten wir auch abschießen müssen, oder was? Okay, Licht aus. Okay, da kommen wir noch nicht ran. Er lässt sie
alarmieren. Sie halten nicht an. Das Licht hält sie nicht auf. Das kann ich auch. Bist du sicher? Dann los, Hugo. Das ist unsere einzige Chance. Okay. Wir sammeln Ratten, um einen Schwarm zu bilden. Nicht zu fassen. Ja, sehr gut, Hugo. Wir zeigen es ihm. Ja, gut. Seht zu, Beatrice. Ihr seid Zeuge, wie euer Geschlecht untergeht. Lasst sie in Ruhe. Sie sind doch Kinder. So, hier. Was war denn das jetzt? Oh, das kann ja heftig werden. Turm löst sich auf, wenn er das Licht kommt. Nicht zu fassen. Ja, sehr gut, Hugo. Wir zeigen es ihm. Na komm, ich mach jetzt auch. Und jetzt. Ihr seid gekommen, um mich herauszufordern. Mich, Vitalis Medevor, Träger der Prima Macula. Oh nein, 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 nein. Okay, 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 okay. Da müssen wir jetzt erstmal die Ratten an das Feuer. Die Ratten. Er lässt sie sich neu formieren. Sie hält nicht an. Das Licht hält sie nicht auf. Das kann ich auch. Müssen wir das Licht ausmachen. Dann los, Hugo. Das ist unsere einzige Chance. Nicht zu fassen. Ja, sehr gut, Hugo. Wir zeigen es ihm. Seht zu, Beatrice. Ihr seid Zeuge, wie euer Geschlecht untergeht. Und jetzt. Und. Seht euch doch an, wie schade. Ihr habt eure Anhänger im Stich gelassen. Unschuldige Menschen abgeschlachtet. Die alte Welt muss sterben, damit die neue entstehen kann. Deshalb verschlingen die Ratten sie. Ihr wisst gar nichts. Doch die Makula weiß alles über euch. Sie spielt mit euch. Hört auf ihn. Die Makula und. Ist eure und zu langsam. Rattenfeuer. Oh, groß Gott. Es geht wahrscheinlich nur über 3 Runden. Das wird wahrscheinlich jetzt hier nicht. Wenn wir das Ende erreicht haben, wird es nicht zu Ende sein. Nutze die Zeit und wechseln. Um mich herauszufordern, wie Vitalis Bedevor, den Träger der Prima Macula, gekrönt durch Blut. Das Blut meines Bruders, ihr seid nichts als ein Thronräuber. Sie hat recht, Vitalis. Könnt die Macula nicht kontrollieren. Ihr unterschätzt die Kraft meines Glaubens. Ja, ja, die Kraft des Glaubens. Seht euch doch an, Vitalis. Ihr habt eure Anhänger im Stich gelassen. Unschuldige Menschen abgeschlachtet.
Die alte Welt muss sterben, damit die neue entstehen kann. Deshalb verschlingen wir Ratten. Ihr wisst gar nichts. Doch die Makula weiß alles über euch. Sie spielt mit euch. Hört auf ihn. Die Makula ist in eurem Blut. Sie kann in eurem Herzen leben. Die Welt, die ihr im Begriff seid zu erschaffen, ist voller Chaos. Gebt uns unsere Mutter wieder. Wir kommen, Mama. Und weg. Und das Feuer. Oh nein. Die Ratten. Also für das kann ich gar nicht gleichzeitig drücken.